Hallo liebe Leute, willkommen zum Cube im Mai 2017. Diesmal wieder unter meiner Leitung. Und ich muss euch sagen, er ist groß und geil geworden. Ich nehme ohne Headset auf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so großartig viel Echo und Nebengeräusche. Hier läuft ewig viel Technik im Moment am Rand. Naja, schauen wir uns das mal an. Es ist jetzt der 22. Mai. Und ich habe die Koordinaten schon mal released, weil wir fast fertig sind. Im Grunde sind wir fertig, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich wollte halt mal, dass man jetzt eine Woche lang farmen kann und dass auch mal mehr Leute den Cube sehen, als immer nur am letzten Tag. Und theoretisch müsste ich ihn hier irgendwo am Horizont sehen. Nicht, dass ich mich verlaufen habe. Da ist er! Jawohl! Man sieht schon, das ist diesmal ein Farm Tower geworden, mehr oder weniger, als ein Cube. Das haben echt viele mitgebaut. Schönes Team, also hat mich echt gefreut, mit denen zu arbeiten. Auch sehr aktives Team, auch wenn ich wieder nicht jeden Tag da war, war ich diesmal aktiver. Der Cube. Wir haben diesmal auch Banner gemacht. Diese grünen, orangen Banner sollen die Cube-Farben sein. Da sind auch schon Gäste am Farm. Cube. Negio ist zum Beispiel Gast. Hier kann ich direkt auch mal sagen, die Ausmaße des Cubes sind diesmal 71x71, beziehungsweise mit dem Loch sind es 91x91 mit dem Graben hier. Und hoch, der Cube geht bis 155, beziehungsweise 165 und runter bis zum Bedrock. Also, ja, läuft. Erdgeschoss Kürbanten, die sind am 3. ist schon der erste Kürbant, glaube ich, geerntet worden. Habe ich hier auch irgendwo stehen. Erster Kürbis, 3., 5. Wir haben halt wirklich alles angebaut diesmal. Außer Blumen, fällt mir gerade auf. Die müssen noch gesetzt werden. Hier stand der Goldblock des Vertrauens. Diesmal 2x2, also 8 Blöcke. Aber leider ist der schon 2-3 Mal gegrieft worden. Und dann stand da der Granitblock des Vertrauens und jetzt, wie man sieht, scheint irgendeine Charlotte den mitgenommen zu haben und in ihren Keller gepackt. Ja, schwarzes Brett, oh, da steht sogar was dran. Und wo sollen die Helfer sich eintragen? Ja, eine Etage tiefer, Sarah. Genau, richtig ist es. Es tropft an ein paar Stellen noch durch. Ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht so, ich bin nicht der beste Farmbauer. The Bam Players, Werkbank des Könnens. Hier ist die Gästeliste, wo schon ein paar draufstehen. Nigio hat sich schon draufgeschrieben. Frosch hat diesmal nur besucht, hat aber ein bisschen Coaching mitgemacht, zum Beispiel bei den Chorusfrüchten oben. Sein Maria war zu Besuch. Ja, ein paar Leute waren schon da, ein paar Leute haben sich auch nicht eingetragen. Akasi hat die Slimes, ja. Ach, Charlotte hat den Goldblock, so, so. Ach, und hat Kakao gebraucht, ja, na weh. Gut, ich gehe als erstes mal einfach, ich würde sagen, nach oben, weil runterspringen können wir dann immer noch. Melonen, auch ganz klassisches Muster. Zuckerrohr, bitte nicht den untersten Block ernten. Ja, was soll man sagen? Der hat hier die Lücken, weil da der Kürbis, glaube ich, drunter ist. Oder, ich weiß nicht genau. Ich habe die nicht gebaut. Ranken, ohne Ende Ranken. Die wachsen auch teilweise bis zum Boden runter. Ah, ich weiß nicht, ob auf der Seite... Oh, okay, nochmal hoch. Also diesmal schön, dass geerntet wird, aber es wurde auch schon ein bisschen gegrieft. Hier zum Beispiel die Kakaofarm, die jetzt kommen müsste, ist halb abgebaut worden. Ah, Mockridge hat die schon wieder neu hingebaut. Herr Hype jedenfalls. Und der Kakao ist auch gegrieft worden hier. Ich verstehe das nicht. Ein paar Etagen drüber sind sogar Tropenbäume. Naja. Netawarzen. Ohne Ende, würde ich sagen. Ich weiß, dass wir auch normalerweise nicht griefen, aber ich glaube, den Soul Sand holen wir uns am letzten Tag noch.
dass wir den haben. Ich habe da nämlich nichts auf Vorrat hier ohne Ende Kakteen wieder. Siebtes Obergeschoss. Pilze, die wir angebaut haben. Die Pilze wachsen. Ach schön. Die Pilze wachsen wohl bei 9x9, wachsen immer so 5 Pilze nach. Darum einer in der Mitte und der breitet sich hier aus. Das muss, glaube ich, nicht mal auf Myzel sein, aber ist natürlich geiler auf Myzel. Kann man Pilze ein bisschen ernten. Ich weiß gar nicht, wofür die gut sind überhaupt, aber. Hier ist die achte Etage, wo sich die Leute ein bisschen kreativ austoben können oder sollen. Mal schauen, ob da noch irgendwas kommt. Ich denke mal, ich werde am Ende des Monats vielleicht nochmal ein bisschen, nochmal kurz hier rumlaufen, falls noch ein paar Gimmicks auftauchen. Hier ist die Fichtenfarm, auch wieder hier versetzt gebaut, dass immer natürlich die vier kommen und nicht so zwei einzelne hier Setzlinge noch stehen. Finde ich ganz okay. Problem ist halt, dass man nicht unbedingt hochkommt, obwohl man über die Treppe. Vielleicht sollte man das Treppenhaus noch mal ein bisschen anders bauen nächstes Mal. Tropenbäume sind, würde ich sagen, auch genug, um sich hier echt einen Wolf zu farmen. Und dann geht's aufs Dach, was ich mit am eindrucksvollsten finde. Wunderschöner Sternenhimmel. Und hier sind die Chorusfarmen. Ja, Chorus, Chorus bis zum Abwinken. Die baut man ab, was auch vielen nicht klar war, indem man an der Spitze diese Blüten, diese Knubbel hier abschlägt und erntet, denn die werden nachgesetzt und dann ja, sich nach unten halt abbaut sozusagen. Dann Stängel komplett entfernt, denn der wächst nicht nach, wenn der einmal ausgewachsen ist. Und dann kann man die Blüten neu setzen. Und hier oben ist natürlich das Gerüst. Und dann sind wir auf der Ebene von 100, ich glaube 164 hier oben. Leider spawnen hier oben auch noch Leute, glaube ich. Naja, und die Choruspflanze wächst eben nochmal ein bisschen höher. Finde ich echt cool hier. Auch das Muster finde ich ganz gelungen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir hatten auch noch nie eine ganze Chorusetage, glaube ich. Da werde ich mir das Lager noch vollkloppen. Wir haben ja noch eine ganze Woche zum Ernten. So, jetzt bin ich hier einmal durch. Wir haben auch hier Lager gebaut, teilweise Zwischenlager auf diesen Minecraft-Loren. Minecart-Kisten, so, Lorenkisten. Die kann man nämlich auch in der Abbauwelt hier auf Eldercraft setzen. Hui. Ach so, ja, hier sollen auch noch überall Pfeilschächte hin, die dann auf jeder Ebene in einem Wasserbecken enden. Aber das kommt noch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Hier ist Mockridge. Hallo, Mockridge. Die Ebenen hier sind auch schon einmal komplett gegrieft worden, aber Mockridge, ah ja, hat die halt schon halb wieder nachgesetzt. Farmen erwünscht, bitte nachsäen. Hier sind die ganzen Mitarbeiter, die sich verewigt haben. The Band Player, Gandalf, alter Bekannter. By Night Rider, Moontex, Marktex, Fast2KX oder so, Manu, Sarah, Maihexe, BitAce, Unak, Alex Kemmer, Unknown, keine Ahnung, ob das wirklich einer ist. Bartholomew ist, glaube ich, nur ein Gast gewesen oder hat gesagt, ich weiß nicht, und Mokrish natürlich. Viele waren hier, also Harktex und Mokrish und Moontex und so, also die waren echt die ganze Zeit anzutreffen. Hier auch noch schön rote Beete. Bitte nachsäen. Ich habe mich also lustig gemacht über diese ganzen Schilder. Bitte nachsäen. Aber im Grunde ist das scheint wichtig zu sein. Weil es ja schon echt innerhalb von 2, 3 Stunden ist hier schon echt einiges gegrieft worden. Zwei Felder, die Kartoffeln sind auch einmal leer gegrieft worden, die gleich kommen. Aber hat Maihexe schon nachgesetzt. Teilweise. Und hier habe ich mal für diesen Cube zumindest mein Cube Feng Shui versucht zu erklären. Die äußere Spur läuft also in eine Richtung, zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn. Und die Spur da drin läuft dann im Uhrzeigersinn, beziehungsweise hier in dem Beispiel anders umgekehrt. Also nach innen wechselt sich die Laufrichtung ab und in der Mitte sitzt dann ein Glowstone,
Und je nach Etage wechselt sich das auch ab. Also wenn es hier links rum geht, geht es die Etage drüber rechts rum und darüber ging es dann wieder links rum theoretisch. Und nach innen eben genauso. Tja, keine Ahnung, ob ihr das versteht, aber die Leute haben das echt, echt umgesetzt. Nachdem ich hier ein paar Ebenen gebaut habe, haben die es sich abgeguckt und mit dem Ding hier dann sogar irgendwie verstanden und nachgebaut. Dokram wird auch schon ganz blümerant, ja. Man merkt es eben schon, die Pflanzen wachsen wie nichts Gutes. Ja, hier die Kartoffeln, auch einmal komplett gegrieft. Kleine Kuchenlounge, ja, wurde sich schon am Kuchen bedient, dafür ist der Kuchen ja auch da gewesen. Richtig schön. Und hier Karotten, glaube ich, sind hier. Genau, Karotten. Wir haben überlegt, ob wir eine Bahn noch durch oder um den Cube herum bauen. Ob das jemand realisiert, mal schauen. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Und hier haben wir ein kleines Lager eingerichtet gehabt, während wir gebaut haben. Damit die Leute da was haben und hier auch brennen können. Zum Beispiel Glas oder Stone ist viel gebrannt worden. Und jetzt kommen wir zu den Baumfarmen. Fünftes Untergeschoss. Cube 0517. Die Wände werden nicht dekoriert dieses Mal, außer eben mit so etwas. Vielleicht kommen da noch ein paar Schriftzüge hin oder so. Mal schauen. Oh, hier muss ich noch setzen. Bisschen Boden. Hier immer vier Eichen auf jedem 16er Block. Das ist bei den Birken genauso gehalten. Finde ich ganz gut so, das Muster würde ich auch so beibehalten. Dann die Akazien. Eigentlich ist das hier schon das 10. Untergeschoss, wenn man die doppelten mitrechnet. Die Akazien haben wir jetzt hier in so einem Vierer- bzw. Fünfer-Muster gesetzt. Das hat sich in der Praxis ganz gut bewährt beim Akazien-Schlagen. Ja, was soll man dazu sagen? Das war im letzten Cube schon so. Und mir gefällt das. Ist ein bisschen was anderes und die wachsen nicht mehr ganz so kreuz und quer. Zumindest hat man das Gefühl, dass es ein bisschen gediegener ist. Und hier die Schwarzeichen. Hier habe ich auch ein paar Schilder hingesetzt. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das beim nächsten Mal auch so ist. Man könnte das hier wie bei den Tropenbäumen auch einfach mit neuen machen, damit sich hier die Blätter nicht so arg überschneiden und man mehr Setzlinge rauskriegt. Denn wie alle wahrscheinlich wissen, ist bei Schwarzeichen das mit den Setzlingen echt knapp gesät. Und das habe ich hier auch nochmal hingesetzt. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen. Und dann sind wir auch schon im Grunde durch. Ach, hier hinten. Ja, da gehe ich gleich mal wieder hoch. Oh, gar keine Treppe nach unten. Dann springe ich so runter. Hier sind wir bis auf den Bedrock, der auch fast überall freigepopelt ist. Und eigentlich soll hier noch überall schwarzes Glas hin. Was ich ziemlich cool finde. So, man sieht es auch kaum, dass es da ist überhaupt. Aber das ist halt auch nicht nur teuer, sondern auch ein bisschen popelig, das überall hinzusetzen. Aber das mache ich wahrscheinlich noch zu Ende, wenn ich Lust habe, mal schauen. Jetzt, weil ich habe auch keine Lust, wir sind schon so böse gegrieft worden. Na böse. Huch, jetzt bin ich hier runtergefallen. Baue ich mich mal ausnahmsweise wieder hoch. Hier waren zwei Schleims drin, die auch schon gegrieft worden sind. Und zwar die Maskottchen Slimy und Slimine, die waren mit Nametags benannt und haben hier gewohnt, sind dann aber wohl abgeschlachtet worden, was sehr traurig ist. Aber was will man machen? So ist das Leben anscheinend. Bisschen gemein, also ja, bisschen gemein ist es schon. Und dann haben wir hier noch ein kleines Gimmick, ein Spinnenspawner. Ich weiß nicht, wie Mockrish oder wer das war. Gameplayer, irgendwer hat sich hier die ganze Zeit noch in den Umgebungen rumgetrieben und hat hier hinten noch einen Spinnenspawner irgendwo gefunden, am Arsch der Welt sozusagen. Tada! Spinnenspawner. Und auf der anderen Seite ist theoretisch auf der oder eine Etage höher ein Zombie-Spawner noch, der nicht ganz so weit weg ist. Aber da haben die Jungs und Mädels den Eingang zugemauert. Daher weiß ich nicht, wo das jetzt ist.
Aber das würden wir dann auch nochmal bauen. Wenn die mir sagen, wo der war, würde ich hier auch noch einen Weg reinbauen. Ja, was soll ich sagen? Das ist der Cube 0517. Und alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ich hätte vielleicht sogar noch gewartet mit dem Video, aber da jetzt eben schon so viele Gäste, so viele Leute hier sind, weiß ich nicht, ob die nicht den ganzen Cube zerlegen. Ich wollte das eben auch mal als Test machen, dass wirklich viel mehr Leute den Cube sehen und auch wirklich mal gefarmt werden kann, weil ich weiß nicht, ob die Jungs und Mädels auch vom Cube-Team halt wirklich mitfarmen, wenn wir bis zum letzten Tag bauen. Aber naja, ist ein Experiment. Sind immer ein paar Wichser dabei. Das darf ich ja hier nicht sagen auf Eldercraft, aber so ist es nun mal. Auf jeden Fall hat es viel Spaß gemacht. Und vielleicht kommt Ende des Monats nochmal ein Video vom Cube, wenn sich noch einiges verändert hat. Oder wie es ausgegangen ist mit dem Griefen. Das interessiert euch ja vielleicht auch. Und jetzt sage ich erstmal, macht's gut, bye bye und vielleicht sehen wir uns ja hier auf Eldercraft und vielleicht sogar beim Cube. Hier blende ich nochmal die Koordinaten ein, auch wenn die im Forum stehen. Macht's gut!